eine neue Folge MT5. Und heute mit einer ganz besonderen Ankündigung. Wir veranstalten unser drittes Discord-Turnier, und zwar die Schlacht in den Kriegslanden. Ich erzähle euch in diesem Video kurz etwas über das Turnier und dann beantworte ich die Frage, wer sollte mitmachen. Wir spielen 4 Runden, jede Woche ein Spiel. Die erste Runde wird mit den Ruinen gespielt, die zweite Woche mit den Anhöhen, dritte Woche ganz ohne Ortschaften und die vierte Woche wieder mit den Ruinen, falls dann noch kein eindeutiger Sieger feststeht. Das kommt ein bisschen auf die Teilnehmerzahl und wie die Spiele dann ausgehen an. Dann spielen wir noch eine Finalrunde, wo dann die beiden Bestplatzierten noch einmal um die Anhöhen streiten. In jeder Runde, wie ihr recht seht, gibt es wieder eine freie Völkerauswahl. Das heißt, man kann jede Woche wieder neu aus den 5 Völkern auswählen. Und gespielt wird über Tabletopia. Das ist mit einer kostenlosen Anmeldung möglich. Den Tabletop-Simulator oder im Notfall Videochats, aber das haben wir bisher noch nicht gebraucht. So viel zum Turnier. Jetzt die Frage, wer sollte mitmachen? Natürlich ihr alle. Und dazu möchte ich euch erst einmal zeigen, wie wir im letzten Turnier abgeschnitten haben bei der Nachturnierumfrage. Und zwar haben uns alle Teilnehmer für die Frage, ob das Turnier Spaß gemacht hat, eine 8, 9 oder 10 gegeben. Und bei meinen Mitspielern waren nett, haben ausnahmslos alle das Beste, also sehr nett, angekreuzt. Und das hat mich sehr, sehr gefreut, denn man kann ja immer mal irgendwie einen Ausreißer dabei haben, aber hier tatsächlich überhaupt nicht. Das heißt, wir haben quasi, wenn es hoffentlich wieder so läuft, eine Zufriedenheitsgarantie. Und wie wir das erreichen, auch für Einsteiger, zeige ich euch noch mit den nächsten 4 Punkten. Wir spielen nach Schweizer System, das heißt, es werden möglichst immer Spieler gegeneinander gepaart, die schon gleich viele Siege haben. Das führt dazu, dass ihr immer spannende Spiele bekommt und jeder dann auch die Chance bekommt, Spiele zu gewinnen. Außerdem machen wir es bei der Völkerwahl immer so, dass die bereits am Dienstag der Spielwoche getroffen werden muss. Das heißt, da gibt es entweder einen Bot zu oder ihr schreibt das einfach mir als Organisator und dann erfahrt ihr am Dienstag schon, gegen welche Fraktion ihr spielt. Das heißt, als Einsteiger müsst ihr nicht direkt alle Regeln kennen, sondern ihr erfahrt am Dienstag, gegen was ihr spielt, könnt euch da dann nochmal die Regeln zu angucken und seid dann gut auf euer Spiel vorbereitet. Außerdem, das ist jetzt noch ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt, aber wir wollen ein Unterstützungserklärsystem im Discord-Channel etablieren. Da werden wir erfahrene Spieler besonders markieren. Das werden erstmal der Abo und ich sein, die ihr dann jederzeit privat anschreiben dürft mit Fragen nach Erklärspielen oder was auch immer sonst ihr braucht. Und das kann man zum Beispiel auch beim Turnier dann einsetzen, wenn man am Dienstag das Volk des Gegners erfahren hat. Schreibt ihr einen von uns an und wir können einmal die Regeln durchgehen, können vielleicht auch schon mal ein Spiel mit eurem Volk gegen das Volk machen und euch darauf vorbereiten. Außerdem gibt es bei diesem Turnier erstmals Preise. Absolut jeder Teilnehmer wird etwas sehr Cooles bekommen. Ich kann leider noch nicht ganz verraten, was es ist, da ich noch nicht hundertprozentig weiß, ob es funktioniert. Probelauf werde ich nächste Woche hoffentlich starten. Und wenn das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle, dann sollte das bis zum Turnier fertig sein und dann bekommt jeder etwas, was er für sein Dice War Spiel benutzen kann. Ja, das war die Ankündigung zu unserem Turnier. Wir freuen uns wirklich über jeden, der dabei ist, egal ob schon 100 Spiele oder erst ein Spiel gemacht. Zu unserem Discord-Server kommt ihr über die Suncor-Seite, die habe ich hier in der Beschreibung verlinkt. Und wie immer empfehle ich natürlich auch einen Blick in meine Playlist zum Anfang. Da sind einerseits Videos drin, wie das mit dem Discord, mit dem Tabletopia und Tabletop-Simulator funktioniert, aber auch nochmal Videos, wo alle Regeln zu allen Fraktionen drinnen sind. Ich hoffe, wir sehen uns beim Turnier. Bis dahin, viel Spaß!